Ja, Hallöchen. Herzlich willkommen zur 18. Folge von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ja, wir fahren hier, wie in der letzten Folge begonnen, die 137er Linie mit unserem Gelenkbus. Wir sind in Haneberg, ehemals Stadtgrenze, gestartet und sind jetzt auf dem Weg zum Falkenseer Bahnhof im Szenario für Fortgeschrittene, sprich Jahr 1994. Und ja, sind gerade am U-Bahnhof Altstadt Spandau an der ersten Station gewesen. Wer die letzte Folge gesehen hat, am zweiten Weihnachtsfeiertag, die zweite Folge war das, der kennt das ja. Jetzt fahren wir hier weiter, wir müssen hier drehen. Kriegen das Abfahrtssignal für Busse. Ja, das ist die zweite Haltestelle auf der Gegenfahrbahn. Eine Fahrkarte bitte. Natürlich 3,50. Nun mache ich das Brett hier auf. Letztens schon mal passiert. So, wir sind 0,2 Minuten zu früh. Ah, oh, die Ampel nehmen wir noch mit. Falkenseer Platz. Ja, hier muss man mal aufpassen, hier stehen sie auch gerne mal. Der Rechtsabbieger und blockieren uns mehr oder weniger. Immer dann schwierig, die grüne Welle im Kreisverkehr mitzunehmen. Ja, wir können den Blinker gleich einlassen. Ja, ihr wollt wohl nicht. Ihr wartet auf den 92er, nehme ich an. Ich glaube, ausgestiegen ist auch keiner, hätten wir uns das Ganze hier sparen können. Die Flankenschanze. No, da wird es auch schon grün für uns, ist doch herrlich. Ach, hier wollen auch tatsächlich welche ein- und aussteigen. Ja, ich bin absichtlich etwas weiter vorgefahren, um hier das Heck vom Kreuzungsbereich zu kriegen. Keine Fahrkarte bitte. Fahrschein normal, 3,50 bitte. Ja, wir haben nur 2 Minuten Zeit noch. Ja, ihr seht schon hier, man muss ziemlich weit vorfahren. Ja, man muss eben dran denken, dass man noch ganz schön Rattenschwanz hinter sich herzieht. Gerade bei dem Bus. Ist doch was anderes. Die Doppeldecker zu fahren, ich meine die Höhe oben, die interessiert nicht groß. Askaniering. Das einzige, wo die Höhe halt interessiert, ist bei Brücken, aber ich glaube nicht, dass die einen 4,6 Meter hohen Doppeldeckerbus einer Linie zuteilen, die durch eine 3 Meter Brücke führt. Kann ich mir am besten will nicht vorstellen. So, hier selber in grün, ein bisschen weiter vorfahren.
Guten Tag. Guten Tag. Ja, zwei rote Kontrolllampen für die Türen, jetzt sind sie erloschen. Hohenzollernring. Ja, alles bekannt. Können wir kurz hier oben drauf gucken. Wir sehen jetzt hier Falkenseer See Stadtrandstraße. Hier, ne? Das ist ja Siedlereck, das kennen wir auch noch aus der alten Folge. Aber hier, das sind alles neue Haltestellen, die kennen wir gar nicht. Jetzt kommen wir mal losfahren, hier ist schon lange grün. Die kennen wir noch gar nicht, die Haltestellen, das wird interessant. Einsteigen möchte niemand. Nur aussteigen. Lieber nochmal geguckt, nicht dass auf einmal hier noch jemand neben mir steht, hatte ich ja schon mal so eine Situation. Zweibrücker Straße. Ich wollte gerade sagen, wenn der Haltewunsch auch ganz hinten ausgestiegen ist, der. Ganz hinten. Falkenseer Chaussee, Zeppelinstraße. Ja, das sind Haltestellen, die sagen uns noch was, ne? Oh, ist das hier der 130er? Ich konnte jetzt nicht richtig lesen, wo der hinfährt. Können wir 130 fahren überhaupt? Müssen wir direkt mal gucken. Ja, die Linien heißen auch wieder alle anders. Ne? Die 92 gibt es in dem Sinne gar nicht mehr. Das ist jetzt, ja, die, was wir jetzt fahren, die 130er. Die geht eben bis zum Bahnhof Falkensee jetzt. Oder halt bis zur Freudstraße, je nachdem. Gibt es verschiedene. Gefällt mir überhaupt nicht, dass der mit der Naster hier neben mir herfährt. Oder kommt da noch jemand? Ne, das sind die, die ausgestiegen sind. Siegener Straße ist uns auch ein Begriff. Ja, sehr, sehr lang die Linie, sehr lang. Noch dazu, wenn man sie zweimal aufnehmen muss, also ich habe sie schon mal versucht aufzunehmen, da ist mir allerdings, da ist mir der Umsi abgeschmiert. Da ist mir einfach der Umsi abgeschmiert. Der 130er fährt er vor uns her, ja, wir werden jagen, mal gucken, wo er uns hinführt, beziehungsweise er sich selbst hinführt. Hallo. Minus 2,2 Minuten. Wir müssten mal ganz kleinen Moment hier ausharren.
Blick auf die Heizung, 22,4 Grad, einwandfrei. Ja, hier braucht man nicht so viel rumspielen wie in der alten Heizung. Ne? Wird es zu warm, muss man die Lüftung ausmachen, dann wird es wieder zu kalt, muss man so anmachen. Hier stellt man sich das oben ein und gut ist. Die Mülheimer. Ja, das ist schon fast ein bisschen. Ja, früher konnte ich immer die Haltestellen ansagen, damit ich halt mal was erzähle. Jetzt wird mir das abgenommen. Jetzt bin ich natürlich nicht als Spieler, sondern mehr so als Let's Player gefragt, doch irgendwas zu erzählen. Irgendwas anderes. Da sind wir nur so schnell. Wir haben wieder minus 2,2. Da sind die Karre gefahren. Gibt's alles nicht. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Wie bescheuert kann man eine KI eigentlich nur programmieren? Entschuldigung, aber. Ach, Leute. Mal sehen, wie viel uns das kostet. 9 Minuten hat uns das gekostet. Na schön, jetzt sind wir zu spät. Jetzt sind wir zu spät. Wegen der scheiß KI. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber es stimmt einfach. Die können einfach nicht fahren. Wasserwerkstraße. Das nervt mich eben, dass die KI manchmal sich so dämlich anstellt und man sich dann spielerisch einfach hier ja, den Spielspaß rabt. Wir hatten die ganze Zeit eine schöne Zeit hier, mit ein bisschen Verfrühung, ganz leicht. Brauchten hier nichts jetzt übermäßig künstlich in die Länge ziehen, sage ich mal. Wir brauchten uns nicht abhetzen, wir konnten das genießen hier. So, jetzt fährt uns der Idiot da in die Kiste. Da müssen wir die Polizei rufen und alles. Das dauert 9 Minuten. Ich konnte überhaupt nicht dazu. Ich stand an der Haltestelle. Was sollte ich machen? Finde ich abartig, sowas echt. Dass noch nicht mal einen Spurwechsel programmieren können. Glücklicher ging's nicht. Hallo. Ja, halt deine Fahrschein. Klappe. Einen normalen Fahrschein, den bekommst du natürlich 3,50 €. Oh, das Brett zu. Also, wenn ich jetzt irgendwie aggressiv gefahren wäre oder was und da wäre was passiert, hätte ich gesagt, ne, gut, selber schuld, aber das. Vorhin, genau, ich glaube, es war sogar dieselbe Haltestelle. Hatte ich das vorhin schon mal. Am Bogen. So, rein mit dir. Guten Tag. Guten Tag. Halten Sie auf Chaussee Stadtrandstraße. So, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo die. Genau sowas meine ich. Genau sowas meine ich. Und ich fahre dann scheiße. So, macht euch raus. Wo kommt denn der her? Ach, jetzt rufe ich die Nummer hier. Ja, überschlag dich mit einer Karre. Jetzt habe ich langsam die Faxen dicke hier, echt. Das macht keinen Spaß so. Lässt sich so schön fahren, der Bus. Da können alles so schön sein und dann spawnt hier mitten
in deinem eigenen Bus hier Autos und das muss nicht sein. Halten Sie auf Chaussee, Goldstraße. So, ein Bus wieder leer, weil da ausgestiegen sind wegen dem Unfall. Na ja, gut. Oder sitzt noch einer drin? Ja doch, da hinten, hier sitzt noch einer. Er hat es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, er hat geschlafen. Halten Sie Siedler-Eck. Ja, hier war ehemalige Grenze, kann man sagen. Hier war der Kontrollpunkt, wo wir so lange stehen mussten, wo ich die Zeitnummer vorgedreht habe. Das war genau hier, wo jetzt nichts ist. Der Grenzstreifen hier sozusagen. Und wir sehen auch, die Straße wurde vollständig saniert. Sie haben sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Ja, ja, komm. Die Straße wurde vollständig saniert hier. Kein Pflasterstein mehr, kein Gehoppel. Wir haben jetzt Asphalt. Ja, wenn ich bei einem Unfall auch nochmal die Polizei gerufen hätte. Und es wäre nochmal zur Verspätung gekommen hier, das bräuchte ich überhaupt, da könnte ich aufhören hier. Wir haben so schon 6 Minuten Verspätung hier, dann kommt wahrscheinlich noch die andere Linie hier, dass der nächste Umlauf von hinten hier und drängelt. Nee, das muss dann eigentlich sein. Wie gesagt, noch dazu, wenn ich nicht mehr Schuld habe hier. Falkensee, Hamburger Straße. So, Falkensee, Hamburger Straße, mal gucken, wo die auftaucht hier. Das sind jetzt alles neue Haltestellen, alles was jetzt kommt ist neu. Außer dann halt der Bahnhof Falkensee an sich. Mal gucken, ob da die Straßen saniert sind, das interessiert mich doch sehr. So, hier haben wir keine Bordsteinkante, hier werde ich mal das Knieling einschalten, dass er ein bisschen runter geht, dass sie besser einsteigen können. Jetzt hat er uns noch ein bisschen festgehalten hier, weil er noch nicht richtig hochgepumpt war. Ja, die gab es gar nicht früher, ne? Die gab's gar nicht. Ja, die Humboldtallee, doch, da stehen alle Leute. Fahr doch rein, bleib nicht quer auf der Straße stehen. Halten Sie Kölner Straße. Kölner Straße, auch noch eine neue Haltestelle, ne? Wie gesagt, ja, wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, auf der Straße hier sind wir seit Siedlereck eigentlich durchgeprescht hier. Sind wir wirklich 5 Minuten gefahren bis zur nächsten Haltestelle. Jetzt hier haben sie noch Zwischenstellen eingefügt. Das macht das Ganze natürlich wesentlich interessanter und eine viel schönere Straße natürlich. Weg von den alten Hoppel-Pflastersteinen. Ja, man muss jetzt natürlich die Augen offen halten hier. Ich gebe extra etwas mehr Gas, fahre ja, von der Sache her zu schnell, um ein bisschen Zeit wieder reinzuholen. Hier kommt eine Haltestelle. Jawohl, die müssen wir anfahren.
Ja, rein spaziert. Sie hier der 18er oder ist es. Also ich bin der Meinung, dass da einer mindestens fehlt. Ja, er hat ja recht, da fehlt bestimmt einer. Das bin ich. Falkensee Rathaus. Falkensee Rathaus, interessant. War mir gar nicht bewusst, dass Falkensee ein Rathaus hat. Ja, fast eine Minute schon wieder reingeholt, ne? Durch unsere Raserei. Oh, hier vorne die Kreuzung haben sie jetzt auch mit Ampeln gemacht. Das war ja vorher Vorfahrt achten, ne? Bisschen breiter hier hingestellt absichtlich, dass man nicht, dass sich keiner hier daneben drängelt. Ja, hier war ja, wie gesagt, bis 89 hier zum Mauerfall, zum Szenario Mauerfall war ja hier auch noch ohne Ampeln alles geregelt. Was ist denn das hier für ein Beschmu? Na, der blinkt zwar jetzt rechts, aber will bestimmt auch links, oder? Ja, was sag ich? Hier ist die Haltestelle am Rathaus. Ha, schön. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte kommt sofort für 13 Mark. Ich wollte gerade sagen, die ist sogar passend. Ja, ich weiß, dass ich spät dran bin. Falkensee, Segefelderstraße. Segefelderstraße. Ich habe gerade im Spiegel gesehen, da waren noch so viele Pfeile, hätte ich da vielleicht abbiegen müssen, haben die Linienführung hier verändert. Ich bin mir gerade unschlüssig, ob ich hier wirklich richtig fahre. Ja, und jetzt sehen, wenn das hier eine andere Haltestelle sind, hätte ich einen Schlenker fahren müssen. Nee, es ist die richtig. Waren bestimmt noch die Pfeile ein bisschen durcheinander angeordnet. Kommen Sie rein. Hallo. Seien Sie doch mal hallo. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. 3,50 Mark. Bitte schön. Ein Fahrschein bitte. Ach, da ist ja noch jemand. Ein Fahrschein. 3,50. War falsch, Moment. Dankeschön. So. Weil ich hier falsch gedrückt habe, die Türen zu machen, die waren ja schon zu. Bahnhof Falkensee. Ah ja. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Die sagt sogar Endhaltestelle, bitte aussteigen. Komm, fahr zu. Lauf zu. Und sie drücken trotzdem den Haltewunsch. Fahrt für freie Bürger hier. So, und damit hätten wir es geschafft.
bin begeistert. Hier am Bahnhof ist noch ein Pflasterstein, gell? Haben noch nicht saniert. Oh, geil. Egal. So. Ja, wie auch in der E522 ist da vorne die eigentliche Endhaltestelle. Na, fahr los. So, hier dürfte jetzt die Auswertung kommen. Boah, die wird wahrscheinlich nicht so pralle sein. Einmal zu früh, okay, okay, okay. Und dann, ja, hier kam dann halt der Unfall. Nicht zu ändern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Gerne auch ein Abo oder einen Kommentar. Und ja, ich sage dann mal, mach die Karre aus, Mensch. Ja, ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal, gell? Fahrt schon rechts. Grüß die Leute. Haut rein. Ciao.